Und herzlich willkommen in diesem neuen Star Stable Online Video. Wir machen heute weiter im Regenbogenreich und ich bin unterwegs auf meinem Hauptaccount Avis Dreamstone und ich habe meine kleine Little Star dabei. Ich habe es geschafft, die ganzen Sachen hier zu machen und wir haben hier ein verlorenen Fragment, glaube ich. Genau. Und es ist violett. Ja, das musste ich nochmal abgeben. Ich glaube, das habe ich auch schon auf meinem anderen Account gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Aber zuerst muss ich die kleine Wolke finden. Und nachher lesen wir uns das, was uns Mika gerade gesagt hat. Denn auf diesem Account habe ich es noch nicht gemacht. Das ist eigentlich ganz gut. Und danach möchte ich mich ein bisschen auf die Goldsuche konzentrieren, denn ich möchte auf jeden Fall auf beiden Accounts den Terrier einsammeln, eintauschen eher gesagt. Und dafür brauche ich halt 105 Gold oder so, weil man muss 15 Mal Gold eintauschen, bis man den Hund bekommt. 10 für die Mütze. Und ich möchte halt den Hund haben und deswegen muss ich mich da ransetzen, denn ich habe nur 25. Und mit 25 geht man nicht weit. Hey, du Wölkchen. Kommen Sie her. Hoppala. Kommt mit, Wölkchen. Aber macht mich bloß nicht plitschenass. So, letzte Wolke. Super. Los. Mein kleiner Stern. Ich habe mir dieses Pferd an meinem 17. Geburtstag gekauft, wenn ich mich nicht irre. Ah ja, stimmt, wir müssen sie erst zum Portal bringen. Genau. Meine Güte. So, kleine Wolke ist jetzt happy. Ich habe ein Regenbogenfragment für Mika. Jo. Ich finde es schade, dass sie das Fortuna Festival und Mika so nicht einfach zusammengeschmeißt haben. Und wir halt mit diesen Aufgaben hier auch mal Regenbogengold bekommen. Aber whatever. Ich lande immer in der Wolke mit diesem Account und das nervt. Super, wir haben das Indigo zurückgebracht. Was ist eigentlich Indigo? Ist doch blau. Eieiei. Die Suche geht weiter. Uns fehlt das 7. Fragment. Ich glaube, wir haben überall nachgesehen. Hast du eine Idee, Avis? Silverglade Landgut. Moorlandschmiede. Daran habe ich auch schon gedacht und da angerufen, während du auf Jorvik unterwegs warst. Sie haben das Gebiet durchsucht, aber nichts gefunden. Da ist sie, die tollkühnste Nichte der Welt. Hey, ihr beiden, sieht aus, als hättet ihr einen Druiden gesehen. Warum die langen Gesichter? Onkel Nick, du hast mich erschreckt. Schön, dich zu sehen. Was führt dich den ganzen Weg vom Dinotal hierher bis hoch in den Wolken? Nun, Mika, ich genoss gerade meine Reisen, als ich über etwas sehr Interessantes gestolpert bin. Etwas, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Die Entdeckung hat mich an all die tollen Abenteuer erinnert, die wir gemeinsam erlebt haben. Und ich wünschte, wir hätten dieses Objekt zusammen entdeckt. Deswegen dachte ich, es wäre das Beste, wenn ich es dir bringe. Weißt du, du liebst noch doch Regenbögen so sehr. Und dieser Stein, nun ja... Sie selbst. Das 7. Fragment. Du hast diese Entdeckung schon gemacht? Ja, bei Aedins Licht. Wir müssen dir so viel zeigen und erzählen.
siebtes Fragment erhalten. Endlich. Und das Blaue ist wieder da. Super. Ist es jetzt fertig oder kommen wir noch so einen Plot-Twist? Dieses Erlebnis hat in gewisser Weise Archäologie und Magie vereint. Findest du nicht auch, Onkel Nick? Wir mussten Objekte finden, die den druidischen Runensteinen nicht unähnlich sind, die wir zusammen untersucht haben, und haben dann mit diesem magischen Objekt das Wolkenreich geheilt. Eine äußerst scharfsinnige Beobachtung, Mika. Habt ihr zwar eine Theorie, was das ausgelöst haben könnte? Darüber zerbreche ich mir etwas den Kopf. Evis hat ein geisterhaftes Mädchen gefunden, das völlig unverfroren auf Jorvik auf ihrer Geige gespielt hat. Als sie verschwand, hat sie stattdessen eine Aufnahme ihrer Musik laufen lassen. Sie nannte sich selbst Katja. Sie hat auf jeden Fall irgendwie das Wetter beeinflusst, aber was die verschwundenen Farben im Wolkenreich angeht, wir haben keine Beweise dafür, dass sie etwas damit zu tun hatte. Katja, sagst du? Bei dem Namen klingelt es aber. Nein, das kann nicht sein, oder doch? Wer auch immer sie ist, es klingt nicht nach einem Zufall, dass sie auftaucht und gleichzeitig die Farben des Wolkenreichs verschwinden. Ob das ihre Absicht war oder nicht, ist allerdings eine andere Angelegenheit. Evis, was meinst du dazu? Katja hat gesagt, dass schlimme Dinge passieren, ganz egal, ob sie es will oder nicht. Katja hat gesagt, dass die Leute sie für verflucht halten. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein muss. Katja hat gesagt, dass schlimme Dinge passieren, ganz egal, ob sie es will oder nicht. Flüche? Kälte? Hallo? Denkt da sonst noch jemand an die Eishexe von Isendel? Ist Katja verflucht? Ist sie die Eishexe? Dieses alte Märchen. Allerdings ist es interessant. Lass mich nachdenken. Der Legende zufolge wurde eine Eishexe im Mittelalter geboren und praktizierte viele Jahre nützliche Magie, die bis sie aus mysteriösen Gründen in Zorn geriet und sich den dunklen Mächten der Hexerei hingab. Zumindest ist das, was man sich erzählt. Ich frage mich, ist es wie in so vielen Legenden? War sie tatsächlich nur eine Person oder waren es viele starke Frauen, die in der Geschichte zu einer verschmolzen sind? Hat sie sich selbst von der Welt abgeschottet? Oder wurden sie von denen eingesperrt, die sie fürchteten? Ich habe mal etwas über die Expedition gelesen, die Ende des 19. Jahrhunderts in Isendel Hinweise zu der sagenumwobenen Eishexe gesucht hat. Aber es gibt keine Aufzeichnungen darüber, dass sie je zurückgekehrt ist. Du weißt, was das bedeutet, Onkel Nick. Das wird unser nächstes Abenteuer. Wenn ich das nächste Mal auf der Erde bin, reisen wir nach Isendel. Das muss ich mir erst gründlich überlegen, Mika. Lasst uns für den Moment den Erfolg feiern, den du und Evis hier im Wolkenreich hattet. Ende gut, alles gut, hoffentlich. Ja, okay, jetzt ist es fertig, oder was? Seltsame Sichtung. Ah nee, das ist eine andere. Aber ja, wir haben die Mütze bekommen. Und die sind eigentlich ganz cute aus. Also, ich mag's. Und ja, ihr Lieben, das waren die neuen Quests vom Regenbogendorf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir noch mehr mit Katja erleben würden und sie nicht nur in der ersten Woche gesehen haben. Aber ich finde es trotzdem cool gemacht. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Video dabei und ja, bis dahin, macht's gut und bye bye!